Hier sehen wir die Originalabgasreinigung sozusagen. Einmal hier, einmal hier. Das Ding hat ja zwei OPF, zwei Cuts. Und das hat jetzt einfach nur gutes Edelstahl. Rohr von vorne bis hinge. Das Einzige, was original bleibt, ist der Endschalldämpfer. Richtig, Fabi? Und das Ganze haben wir bei Capristo Exhausts gekauft. Und das ist natürlich eine Exportversion. Nicht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mit einem BMW M5 CS. 2023er Modell. Bekommt bei uns Stage 2 Software mit Rohr. Völlig krank. Wir springen halt so ein bisschen quer schon hier rein. Das Auto war schon auf dem Prüfstand für die Eingangsmessung, für die Eingangsfahrt. Die Steuergeräte hatten wir schon vorab weggeschickt. Das Auto steht schon seit 2 Wochen hier. Steuergeräte mussten angelockt werden. Deswegen benutzen wir auch da, wie alle oder die meisten anderen auch, das Femto-Tool zum Lesen und zum Schreiben. Und da müssen wir immer die Steuergeräte. Wo müssen wir die Steuergeräte hinschicken? Nach Estland, ne? Finnland. Finnland. Und danach können wir es halt mit dem Femto-Tool OBD lesen und schreiben. Wir haben auf jeden Fall wieder mehr Leistung gemessen. Wir haben den heute Morgen gemessen. Ich weiß gar nicht, wie viel. Blende das Diagramm einfach ein. Ich glaube 680 oder was, ne? 35 haben die, ne? Ja, weil ist ja neues Modell. Ja, bekommt eine Capristo. Auspuffanlage. Hier haben wir euch das Originalteil hingelegt. Du hast es ja vorhin auch schon abgefilmt. Das ist natürlich echt krass. Also alles, was hier so serienmäßig drin ist, so mit Cut und OPF, ne, das ist weg. Also auch ein krasser Move vom Kunden, das ist schon heftig. Das muss man einfach mal so sagen. Hier sehen wir die Originalabgasreinigung sozusagen. Einmal hier, einmal hier. Das Ding hat ja zwei OPF, zwei Cuts. Und das hat jetzt einfach nur gutes Edelstahl. Rohr von vorne bis hinge. Das Einzige, was original bleibt, ist der Endschalldämpfer. Richtig, Fabi? Und das Ganze haben wir bei Capristo Exhausts gekauft. Und das ist natürlich eine Exportversion, nicht? Also, ich bin gespannt. Soundmäßig, boah, das muss so brettern. Sonst kann ich erstmal gar nicht viel zu sagen. Datensatz habe ich grundsätzlich schon vorbereitet. Es kann sein, dass das nächste Woche ist. Nächste Woche bin ich nicht im Haus. Ich bin persönlich noch mal im Urlaub, mache aber trotzdem immer den halben Tag Files. So bescheuert bin ich, ne? Ich glaube, den haben wir auch schon mal tiefer gelegt, ne? Der Wagen war schon mal bei uns letztes Jahr für dieses Jahr für Tieferlegung, Anfang des Jahres. Brandneu mit 80 Kilometer oder so. Okay, in diesem Sinne, wir sehen uns definitiv am PC wieder und besprechen die Endleistung.
Der BMW M5 CS ist endlich fertig. Ich sag euch, es war das war doch gut Zeitaufwand. Das Auto hat bekommen Offen Holland, komplette Capristo Offen Holland Anlage. Ich muss es einfach so nennen. Rohr von vorne bis hinten. Lautstärke des Todes. Unfassbar. Ich weiß gar nicht, also mehr kann ich da nicht zu sagen. Unfassbar. Der Kunde sagte, komm hier, ich möchte wirklich Dampf im Kessel. Ihr habt das letzte Mal ein Video von uns schon gesehen mit einem M8. Ist ja alles die gleiche Basis, auch neues Fahrzeug, Unlock und. Da waren wir bei deutlich weniger Leistung, weil wir halt auch OPF sind drin geblieben. Und der Kunde sagte auch hier, wirklich komplett grüner Bereich, die Dinger streuen hier nach oben. Hier war es jetzt so, dass wir einfach an das maximale Limit im grünsten Bereich, das ist einfach sehr schwierig zu erklären, aber wir haben gefahren 19 plus 4, 23 Updates habe ich gemacht. Ich war grundsätzlich eigentlich in der Zeit im Urlaub und habe dann immer aus dem Urlaub raus Loks bekommen von Fabi und wir haben immer Gas gegeben, gemacht, getan. Und ich muss euch sagen, wir waren da auch teilweise überm Limit, also das war wirklich, wo wir uns jetzt ein bisschen runter reduzieren mussten. Das Problem, was wir aktuell haben, ist, wir können das Getriebe nicht schreiben. Das kann man nicht schreiben. Deswegen sind wir so ein bisschen limitiert und mussten in der Motorsoftware Sachen versuchen, die wir normalerweise vor den ganzen Unlock-BMWs konnten wir direkt das Getriebe mitmachen. Safe. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Also wir hatten hier knapp, kannst du auch einblenden, wenn es möchtest. Also wir hatten, also was wir auf jeden Fall jetzt, Auslieferungsstand ist 865,6 PS und 912 Newtonmeter. Das ist der Auslieferungsstand und wie gesagt, wir haben hier Software nur motorseitig gemacht. Es gibt hier zwei, drei Problemchen, die man halt irgendwie überwinden muss. Und einmal haben wir eine Ladedruckerrechnung im Steuergerät bzw. Sensorik, komplett digitalisiert, anders wie bei den Vorgängermodellen. Da kannst du keine Hardware tauschen. Wenn das Steuergerät einmal mehr als Summe X Ladedruck sieht, geht der, egal wenn es nur 0,00001 Millibar sind, geht der sofort in Notlauf. Und durch so einen Überschwinger, gerade so bei fünfter Gang, untertourig voll aufs Pedal latschen, kannst du halt, oder beim Schaltvorgang hast du halt immer mal einen Überschwinger, zack. Und wir hatten nach der fünften, sechsten Version, habe ich mir einen Ast gefreut im Urlaub, weil die Leistung war richtig geil. Das Auto lief, Probefahrt gemacht, alles gut, gelockt, alles gut. Dann ist Fabi nochmal gefahren, weil sowas musst du halt immer ausgiebig machen. Du musst ihn wieder einschlafen lassen, wieder fahren lassen. Also das Auto einschlafen lassen, alle Steuergeräte sind adoptiert und dann nochmal. Und zack, Fabi sagt, auf die Autobahn rauf, bumm, Notlauf. Wegen Überschwinger, nicht wegen irgendwelchen Fehlbedatungen, sondern einfach Überschwinger. Und da hatten wir, also wir haben jetzt, habe ich ja gesagt, 865 PS und 912 Newtonmeter. Könnten wir das Getriebe mitmachen, könnten wir erstens locker nochmal 50, 60, 70 Newtonmeter mehr fahren und die VMAX geht frei. Aktuell sind wir bei 312 km/h begrenzt. Es wird sich aber was tun, dann können wir es auch bald komplett. Aber aktuell sind wir da leider limitiert. Und dann fing das an, dass ich das so umbauen musste, dass das Auto auch trotz Überschwinger mit dem Sensorwert ganz, ganz harmonisch läuft und nicht in Notlauf geht. Die Leistung, wo ich gehofft habe, dass wir, also theoretisch geht es, nur wie gesagt, wir kriegen es nicht sauber abgefangen, bin ich ganz ehrlich aktuell. Ich weiß, alle anderen können das. Aber wir sind natürlich da auch an einem Limit. Ja, das ist schon heftig. Das Maximalste, was wir hatten, waren 889,5 PS, also 890 PS und 1080 Newtonmeter. Ja. Ich denke mal, im nächsten halben Jahr bekommen wir das auch safe genau so hin, indem wir dann halt, wie gesagt, wir müssen das Getriebe mitmachen können. Aber nur mit Motorsteuerrad ist es aktuell schwierig. Und ich habe da auch mit zwei, drei anderen Tuner-Kollegen gesprochen, die definitiv sehr viel auch solche Fahrzeuge machen. Es gibt überall dasselbe Problem. Klar, es ist einmal den Überschwingen aus dem Notlauf. Es gibt sogar Tuner, die liefern die dann so aus und die Kunden sagen, ist kein Problem. Wenn ich den Überschwingen habe, mache ich aus an, aber das mache ich nicht, ne? Kunde möchte Vollgas weiterfahren und auch mal unten rausfahren. Und ich denke mal knapp 865 PS und halt das Drehmoment das weniger. Das ist halt, wie gesagt, reden wir von Fahrzeugen vor Unlock, gar kein Thema. Da, wo wir die Getriebe mitmachen können, wäre das jetzt auch schon kein Problem. Ist aber nicht möglich. Gut, es hat jetzt lange genug gedauert, die Fertigstellung von dem Auto. Alles hat aber soweit dann gut funktioniert.
Das Auto soll, glaube ich, im Winter, und ich hoffe, bis dahin können wir das Getriebe, Upgrade-Lader bekommen. Und dann ist definitiv das Ziel, knapp dreistellig zu werden im PS und Drehmoment sowieso. Vierstellig. Also freut euch. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.